Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Hacker's Memory. Und ja, ich hab das Cyberslope weggelassen. Okay, cool, wir sind jetzt hier und ich bin mal gespannt, was kommt. Wir sollen irgendwelche Embleme erobern. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden und schon Folge vorbei. Okay, das feindliche Team hat 4 und wir haben 0. Gegnerisches Emblem aktiv, Verbündete werden im Kampf gelähmt. Was ist denn hier los? Das kenne ich gar nicht. Ich bin total geflasht. Okay, Hacking-Embleme. Bei Revierübernahme werden Hacking-Embleme auf der Karte verteilt, die für die Kontrolle über ein Gebiet stehen. Wenn sich Embleme des gegnerischen Teams in einem Gebiet befinden, haben deine Verbündeten im Kampf einen Nachteil. Spieler können Hacking-Embleme zurückerobern. Wenn Verbündete alle Embleme einnehmen, erhalten deine Verbündeten einen Vorteil im Kampf. Embleme deiner Verbündeten können auch von Gegnern erobert werden, doch du kannst sie von Gästen verteidigen lassen. Die Verteidigung kannst du von dem Emblem deiner Verbündeten aus beginnen. Okay, wir machen einfach mal Try and Error. I have no idea what... Wo kann ich denn lang? Oh mein Gott, Encounter. Oh mein Gott! Das sind starke Digimon, alles Champion. Ja, hau mal hier mal bis auf die Kacke, ne? Ich habe letztens auf Arbeit einen coolen Satz gebracht. Da haben wir uns einen Kollegen, der hat so ein bisschen die große Klappe und so und hat jetzt einen anderen Kollegen von jetzt verdrängt und arbeitet jetzt an seiner Stelle und jetzt lassen alle über den, weil der ja selbst nicht besser ist und scheiße ist. Und dann meinte ich, tja, wer auch... Dankeschön! Und dann meinte ich darauf, tja, wenn man auf die Kacke haut, spritzt es nun mal. Also, dass er sich quasi selbst anscheißt. Warum erzähle ich euch das? Ich fand diesen... Panikheilung, cool. Ich fand diesen Spruch von mir sehr cool. Und meine Kollegen haben gelacht, als ich das gesagt habe. Also bin ich cool, okay? So, warum erzähle ich euch das? Sorry. So, Digiline, was ist denn jetzt hier los? Ich bin heute etwas träge, das kenne ich. Geht's dir gut? Du sollst dich ausruhen und erholen. Oh, ich bin so nett, das ist unglaublich. So, wen möchte ich denn jetzt eigentlich in meinem Team direkt haben? Ah, ich glaube, das Team ist so okay. Weiter geht's. Das ist nichts Besonderes. Das geht's auch irgendwo lang. Oh, ein Zuckermon. Und ein Wegimon. Ja, irgendwie. Also, man kann hier gut offscreen trainieren, glaube ich. Was ist jetzt hier los? Na komm, Zuckermon, den kriegen wir auch noch klein. Liebeslied. Ja, ja. Fancy Move. Okay. Cool. Hier ist nothing. Da vorne lümmelt jemand rum. Hey, Digga, was bist du? Oh. Windkralle. Voll weggeschlagen. Schwerer Schlag 2. Voll weggeschlagen. Und dumm, Kinnhaken. Nicht weggeschlagen. Ich bin enttäuscht von dir, Gargumon. Bam. Okay. Ah, Mann, so cute. Ja, die XP sind ganz okay. Aber nicht überragend. Ach, hätte ich meine Platin-Sukamon-Ding, sie ist nur dabei. Könnte ich holen, aber nö. Das gegnerische Team hat doch die Kontrolle über dieses Gebiet. Ihr Anführer wird von dem Emblemen gestärkt. Den Kampf können wir nicht gewinnen. Okay, dann gucken wir mal. Da gehe ich jetzt einfach mal irgendwo lang und gucke, was passiert. Okay, hier ist gar nichts. Aber da. Boah, das nervt ja ganz schön, ne? Also die Encounter-Rate ist hier gerade relativ hoch, würde ich mal sagen. Oh, bitte hau einfach nochmal drauf. Oh, muss dir was Gutes einsetzen. Oh, alles nice. So, weiter. So, weiter geht's jetzt hier. Was ist denn hier los? Sieht einfach noch so aus. Okay, cool. Weiter geht's. Gehen wir einfach mal hier lang. Oh, was ist? Was wollt ihr kleinen Lümmel? Ich hab eh coole, krasse Ultra-Level-Digimon. Ihr könnt mir gar nichts, okay?
Gargumon. Ganz ruhig. Gargumon ist doch Champion und nicht so stark. Oh, Wurmon haut's mal wieder raus. Yeah. Ich glaube, hier kann man voll gut trainieren mit Platin Zuckermon. So, gibt's Items. Ich nehme natürlich immer gerne alle Items mit. Okay. Hi. Du räudiger Zexenköter, du hast keine Chance. Du wirst hier ganz schnell den Schwanz einziehen. Danke. Okay. Wir wurden gelähmt. Oh mein Gott, das tut mir schon fast leid. Ich bin, glaube ich, irgendwie total überstark. Kann das sein? Also irgendwie... Okay. Cool. So, weiter geht's. Jetzt. Warum gibst du dich mit Texten ab, wenn du so stark bist? Keine Ahnung. Was ist jetzt passiert? Wartet mal. Digilein. Ah, Ermittlungsbefehl. Wir haben einen neuen Fall, den wir annehmen können. Coole Sache, das. Was ist hier los? Ja, wir erobern mal das Emblem. Yeah! Gibt das Emblem aktiv. Verbündete werden im Kampf gelähmt. Wir gucken mal. Kann ich hier oben irgendwie lang? Das ist der einzige Weg hier, ne? Ah! Gut. Das kriegen wir doch mit links hin. Das ist doch wirklich super einfach. Ich belege sogar. Wartet mal. Boah, ich bin so cool. Passt mal auf, was ich jetzt mache. Kann ich das überhaupt machen? Nein, natürlich nicht. Ich könnte aber vielleicht... Kann ich jemanden schon digitieren lassen? Nö. Ich könnte mal ganz frech sein. Selbst Gargumon kann ich digitieren. Ah, ist noch zu niedrig. Oh. Ich habe angewohnt in der Gruppe. Ach so, okay. Wie ist denn drin hier? Man kriegt halt eben auch super viele Erfahrungspunkte. Ich bin bei Digitation so. Angewürmen! Warte mal. So. So, Digibank. Und jetzt. Dann machen wir mal zur Digibank. So, wartet mal. Digibank. Zur Gruppe und zur Gruppe. Jetzt habe ich hier noch 9 Punkte. Und das, aufgrund dessen kann nichts mit. Toll. Gargumon nehme ich auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir mal Ethermon raus. Wir nehmen den da jetzt mit. Ich einfach oh, ich nehme Angewurmon mit. Angewurmon ist so fancy. Okay. Ich könnte eigentlich rein theoretisch noch für 6 Punkte was mitnehmen. Will irgendeiner von euch zurückdigitieren? Hat irgendjemand Bock? Freiwillige vor? Warcrowmon? Wie habt denn ihr alle so? Soll ich mal Hippogriffe mal wieder zurückdigitieren lassen? Oh, Kidamon hat auch gar kein Dingens. Wie heißt's nochmal? Ihr wisst schon. Kein Typus. Sind das jetzt 6 Punkte? 8 Punkte. Na toll. Ich kann nur 7 Punkte mitnehmen. Verdammt. Ärgert mich gerade.
Pokémon-Gruppe Wildfleisch. Angewoben, willst du nochmal zurückdigitieren? Ja, komm. Lass mal Angewoben auch nochmal zurückdigitieren. Ich bin so scheiße, ich weiß. So, genau, zurück zu Gatumon. So, okay. Ich will nur, dass die Erfahrungspunkte gut sammeln können. So, Digibank. So, da kann Bertramon jetzt mit. Genau. Ja. Hä? Achso, ich bin immer im falschen Ding. Bertramon, so. Okay. Nur am Scheiße machen. Ihr kennt's ja so. Tut mir leid, Leute. Ich bin ja mal rumprobieren. Dann nehme ich mal die ganzen Zuckermann rein. So. Und dann kämpfe ich jetzt einfach mal mit den Zuckermann. Wir müssten ja eigentlich super viele Erfahrungspunkte kriegen. Sorry, Leute, dass ich das jetzt hier... Ich will das mal ausprobieren. Jetzt habe ich die extra dran gezüchtet und habe damit noch nicht wirklich was gemacht. Ich will mal gucken, wie krass ich bin. Und ganz unter uns... Der Auftrag hier wirkt nicht sehr schwierig im Moment. Deswegen können wir das auch ruhig mal ausprobieren. Okay. Lass mich durch. Ja, ja, ich kann es mit dir aufnehmen. Oh. Ganz viele Rookies. So, wir probieren es mal. Seltener Metallkothaufen. Kennt ihr sie nicht auch? Die guten alten Metallkothaufen. So, ah, jetzt ballert ihr noch ein bisschen rum. Jetzt bin ich mal gleich auf die Erfahrungspunkte gespannt. Wobei, jetzt bei Rookies dürfen die eh nicht so hoch sein, oder? Ah, mal gucken. Antifehler. Okay. Wow. Dankeschön. Erika ist echt toll. Oh nein, er greift an! Okay, eindeutig. Gegen Tentumon sind wir nicht so nice. Ich hatte schon bessere Ideen. Ich könnte eigentlich auch einfach ein anderes reinwechseln, ein anderes Digimon. Aber es ist auch egal. Kleiner Strom, Donnerschlag. Genau, Stromschlag war ja von Kaputerimon, dann der Signature Move. Komm, die kriegt doch mal das böse kleine Vieh tot. Das kleine Tentumon. Oh, endlich. Hat sich das gezogen. Wow! Ist schon geil, muss ich sagen. Maximale Anzahl. Wie? Laser. Oh, so, okay. Die Erfahrungspunkte, sorry. Ich finde das Ganze so geil einfach. So, jo. Jetzt ändern wir das Emblem mal. Ja. Huli, huli, huli. Huli, huli. So. Okay. Jetzt haben wir hier soweit alles. Gibt es irgendwo noch ein paar Items, die ich mitnehmen kann? Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwelche Speicherplatzerweiterungen. Weiß ja nicht. Das ist einfach eine coole Sache. Ja, ich würde gerne einfach mal Digimon mit in meinem Team haben. So, gucken wir mal, was hier noch so geht. Hier ist nichts. Da hinten ist noch ein Item. Da sitzt er einfach. Wow, Tankmon und dieses komische Bienenvieh. Ich habe halt keine Ahnung, was das ist. Oh yeah. Boah, dreifach Schaden gegen Tankmon, hör doch auf. Ach, das Arme. Ach, hier ist das irgendwas mit Biene. Rückenwind, dummes Ding ins Code. Danke, Erika. Ist aufgefallen, dass Erika auch voll der beliebte Name in Japan ist. Ich hab das oft bei irgendwelchen JRPGs, dass da irgendwelche Charaktere Erika heißen. Was witzig ist, meine Oma heißt Erika. Gar nicht mal so cool. Okay. Oh, wie sie immer ihren komischen Kothaufen spammen. So. Hm.
Westmon war es. Ja, oder so. Boah, 3 Level-Ups. Ist schon Wahnsinn. So, okay. Ja, ich bin beeindruckend. Dankeschön. So, jetzt übernehmen wir die auch noch. Verbündete werden im Kampf gelähmt. Immer noch. Oh, hier liegt was. Oh, bitte was. Oh, 2 Cubimon. Die auch noch zuerst angreifen dürfen mit ihrem komischen Panikhauch. Der wird jetzt ja auch ganz panisch. Wow, burn, baby, burn. Oh, Mann. Ach, so süß, wie sie dachten, dass sie eine Chance haben. Wow, boah, ich finde gerade... Sorry, ich bin total geflasht von den ganzen Erfahrungspunkten. Ich finde das einfach so geil. So, was ist denn jetzt hier? Bulmon-Medaillen. Das ist ganz wichtig, dass ich die gekriegt habe. So, was war denn jetzt hier? Digiline. Was ist denn jetzt passiert? Entwicklungsbefehl auf Farm 1 beendet. Freundschaft erfolgreich entwickelt. Was entwickelt? Freundschaft erfolgreich entwickelt. What? Guck mal gleich. Ist da noch was? Nein. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zurück, aber wir sind jetzt hier gerade eh in der Ecke. Dann warten wir nochmal einen Moment. Und campen hier nochmal kurz. Außerdem gibt es hier ein Item. Kämpfer-Patch. So. Achso, man kann dann da so rum. Okay, verstanden. Goody! Hi! Keiner von uns gibt nach. Da gibt es nur einen Weg, das zu entscheiden. Achso. Oh, mit Flash 3 Westmon. Könnte das nicht einfach 3 Tankmon sein? Das wäre viel einfacher für mich. Okay, das ist auch so gut genug. Wie aussehen, ey. Gut. Dann würde ich sagen, wir besiegen den jetzt. Überschreiben das letzte Ding noch und dann gehen wir nochmal ganz kurz zu Mireille ins Labor. Kümmern uns dann noch ein paar Mal um unsere Digimon hier und da. Und dann schauen wir mal, dass wir hier dann den Auftrag beenden. Ich weiß gar nicht, was es da für eine Reward gab. Ob es mir irgendeine Art und Weise lohnt, was ich hier tue. Und yeah! Hup, hup! Ekelhaft, das Vieh. Das eine hat auch schon Max-Level, ne? Aha. Kann ich nicht mehrere direkt entfernen? So, okay. So, ja, du hast verloren und wie? Verzieh dich! So. Cool. Im Play von Hoodie aktiv. Gegnerische Hacker werden im Kampf gelähmt. Ein bisschen komisch, dass ich dafür alle Impleme da irgendwie umwandeln muss, aber egal. So, jetzt gehen wir schnell ins Digi-Labor. So, und am besten, wisst ihr was, ich modle einfach offscreen schnell meine Digimon rum, damit ihr da nicht wieder stundenlang zugucken müsst. Habt ihr als letzten 1-2 Folgen schon genug getan. Und wir sehen uns dann zum Endkampf von diesem Auftrag hier in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, Yume Let's Play Digimon Story Hacker's Memory. Ich tue es einfach ein bisschen abkürzen. So.